Herzlichen Dank. Nächster Redner, Herr Kollege Jan Schalauske, Fraktion Die Linke. Bitte sehr, Jan. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zweifelsohne, das Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs zur Verfassungswidrigkeit des Sondervermögens ist ein herber Schlag für die schwarz-grüne Landesregierung. Die Regierung ist mit ihrem zentralen Projekt zur Krisenbewältigung gescheitert. Zur Wahrheit gehört aber auch, mit diesem Urteil fallen CDU und GRÜNE exakt die Regeln der Schuldenbremse auf die Füße, die sie selbst vor 10 Jahren mitgeschaffen haben. Und das schwarz-grüne Scheitern zur Finanzierung der Krisenlasten ist auch alles andere als ein großer Grund zur Freude. Es schafft Probleme für die Menschen in Hessen, für alle, die auf einen handlungsfähigen Staat in der Krise angewiesen sind. Und vielleicht schafft es auch Probleme über Hessen hinaus. Die schwarz-grüne Landesregierung hat immer wieder zur Verteidigung ihres Sondervermögens behauptet, es sei doch mit der Verfassung vereinbar, ja, es würde doch die Schuldenbremse eingehalten werden. Noch zum 10. Jahrestag der Schuldenbremse äußerte sich der Finanzminister Boddenberg wie folgt: Die Auswirkungen der Corona-Krise stellen die Schuldenbremse vor ihre echte erste Bewährungsprobe. Die bisherigen Erfahrungen würden aber zeigen, die Verfassungsregeln würden in Krisenzeiten gut funktionieren. Die Schuldenbremse stehe einer umfangreichen, expansiven Fiskalpolitik zur Bewältigung der Pandemie nicht im Weg. Schön wär's, möge man als Linker hinzufügen. Das Urteil des Staatsgerichtshofs von vergangener Woche zeigt aber, dass diese Einschätzung falsch war. Das Gegenteil ist der Fall. Der Staatsgerichtshof hat die Regeln zur Schuldenbremse relativ restriktiv ausgelegt, und er hat damit am Ende immer genau das bestätigt, was DIE LINKE schon immer gesagt hat. Mit der Schuldenbremse ist in der Krise kein Staat zu machen. Das Urteil zeigt die Probleme auf, die mit der Schuldenbremse einhergehen, und deswegen müssen wir diese endlich überwinden. Und als LINKE haben wir immer gesagt, gegen eine Politik des Sparens in der Krise müssen wir uns engagieren. In einer historischen Krise wie die Corona-Pandemie, da muss der Staat die soziale Infrastruktur, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sichern. Er muss Arbeitsplätze schützen, Existenzen und auch mit in die Zukunft gerichteten Investitionen die wirtschaftliche Krise eindämmen und Perspektiven schaffen. Und in vielem hätten wir uns noch viel deutlicheres Gegensteuern gewünscht. Wir hätten gern mehr getan für Kulturschaffende, für Soloselbstständige, für die doch am Ende zu wenig getan ist. Und man muss doch auch noch einmal sagen, bei allen Differenzen, die es ja hier im Einzelnen gegeben hat, eigentlich, wenn man sich die Abstimmungen anschaut, es doch einen recht breiten Konsens gegeben hat, Maßnahmen gegen die Krise zu finanzieren. Da hat der Kollege Matthias Wagner ja durchaus recht. Denn der absolute Großteil der Maßnahmen aus dem Sondervermögen, die sind ja auch im Haushaltsausschuss einstimmig oder wenigstens mit breiter Mehrheit beschlossen worden. Und es ist und bleibt ein Glück, dass der Staatsgerichtshof entschieden hat, dass die bereits getätigten Maßnahmen Bestand haben. Das ist ein Glück für die Menschen und für all diejenigen, die auf die Hilfen angewiesen sind. Und da ist die Kritik durchaus auch berechtigt, dass ein Problem des Sondervermögens war es, dass es nicht nur nicht vom Umfang und auch vom Inhalt der Maßnahmen ausreichend war, um der Krise zu begegnen, sondern dass es auch der Versuch von Schwarz-Grün war, sich irgendwie über diese Koalitionsperiode ihre Projekte durchzumogeln und eben nicht der eigentliche Neustart aus der Krise sozial und ökologisch, so wie wir ihn dringend gebraucht hätten, gewesen ist. Das war und ist auch immer die Kritik der LINKEN gewesen. Also, die Schuldenbremse gibt dem Staat nicht diese Flexibilität und diese Möglichkeit, sondern erschränkt staatliches Handeln ein. Davor haben wir auch immer wieder gewarnt. Und die Landesregierung hat sich in einer Zwangsjacke verheddert, die sie sich selbst einmal angelegt hat. Und da müssen wir fair bleiben.
Es ist ja letztlich ein Gesamtwerk gewesen von CDU, von SPD, von Grünen und von FDP. Schwarz-Grün ist letztlich die hessische Schuldenbremse. Schwarz-Grün ist letztlich in eine Grube gefallen, die sie sich gemeinsam mit SPD und FDP überhaupt erst gegraben haben, nur dass sich DIE LINKE nicht darüber freuen kann, dass sie in diese Grube gefallen sind. Die Schuldenbremse schränkt die Investitionsmöglichkeiten des Staates ein. Das war auch immer klar. Und deswegen gibt es ja seit Jahren Debatten von Ökonomen, Vorschläge, die Schuldenbremse zu umgehen, notwendige öffentliche Infrastrukturmaßnahmen zu tätigen. Ich erlebe ja, wie Teile der SPD wie die Grünen schon vor der Bundestagswahl wollten, dass man die Schuldenbremse auch umgeht, um Investitionen zu tätigen. Und ich hoffe, dass auch das nicht vergessen wird, wenn man sich denn jetzt mit der FDP da im Bund zusammentut und dass der Preis für ein Bündnis mit der FDP nicht auch eine restriktive Fiskalpolitik sein wird. Das werden wir sehen. Da gibt es ja in Berlin auch ein bisschen andere Signale, als es hier in Hessen der Fall ist. Aber wir können feststellen, mit dem Urteil des Staatsgerichtshofs zeigt sich nicht nur, wie schädlich die Schuldenbremse für Investitionen ist, sondern eben auch, wie schwierig sie sich in Krisenzeiten auswirkt. Und der Staatsgerichtshof, der hat die Schuldenbremse so sehr eng ausgelegt. Da hat der Kollege Rock doch recht, wenn er begeistert sagt, ja, der Staatsgerichtshof hat die Schuldenbremse in aller Konsequenz bestätigt. Ja, Herr Rock, da will ich Ihnen recht geben. Es ist nur eben auch aus unserer Sicht ein politisches Problem derjenigen, die diese Regelungen einst geschaffen haben, die jetzt der Staatsgerichtshof bestätigt hat. Und ich will das auch belegen. Es gibt den konkreten Veranlassungszusammenhang zwischen der Notsituation und der Kreditaufnahme. Die Anforderungen an die Begründung, die steigen, so das Gericht, mit der Höhe der Kreditaufnahme. Es gibt keine pauschale Begründungspflicht mehr, sondern es muss im Einzelnen für jedes Maßnahmenpaket begründet werden, so wie es auf Seite 86 der Urteilsbegründung steht. Und das zeigt, dass Schwarz-Grün genau auch also unter anderem an dieser Hürde gescheitert ist. Ja, Schwarz-Grün hätte im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens der Begründungspflicht besser nachkommen müssen, auf jeden Fall. Es ändert aber eben nichts an dem Grundproblem, das mit dem Urteil der letzten Woche deutlich geworden ist. Die Schuldenbremse, die ist nicht nur eine Investitionsbremse, sondern sie ist auch eine Bremse für notwendige Konjunkturpolitik in der Krise. Und das noch einmal, es ist kein Grund zur Freude. Denn was ist denn die Konsequenz aus diesem Urteil? Konjunkturpolitische Maßnahmen werden zukünftig eher erschwert werden. Regierende werden sich fragen, können wir diese Maßnahmen noch ergreifen oder werden die dann vor Gericht scheitern? Das bedeutet nichts Gutes für künftige Krisen. Und der Staatsminister Boddenberg hat ja auch schon angekündigt, ja, man muss jetzt genau schauen, wie jede Maßnahme belegt werden kann. Wir müssen schauen, dass wir dem Urteil des Staatsgerichtshofs entsprechen. Das ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, aber es engt sozusagen damit auch den Spielraum politischer Krisenbewältigung ein. Und es zeigt noch einmal, die Schuldenbremse, die steht für eine Krisenpolitik mit angezogener Handbremse. Und das könnte man jetzt noch an vielen Textbeispielen belegen. Ich will aber mich noch einmal auf die politischen Konsequenzen daraus fokussieren und deswegen zwei Dinge noch einmal klarstellen. Erstens, auch wenn wir immer vor den Gefahren der Schuldenbremse gewarnt haben, wir frohlocken jetzt nicht. Wir wissen genau, das Urteil des Staatsgerichtshofs kann große Probleme verursachen für eine Politik der Krisenbewältigung. Und damit das auch keiner falsch entgegnet, das ist keinesfalls eine Schelte des Staatsgerichtshofs oder eine Gerichtsschelte. Denn die zweite Klarstellung, wenn der Staatsgerichtshof das Neuverschuldungsverbot restriktiv ausgelegt hat, dann ist das Problem nicht das Urteil an sich, überhaupt nicht. Das Problem ist und bleibt die Schuldenbremse im Grundsatz. Die Schuldenbremse, so wie sie im Grundgesetz und in der Hessischen Verfassung verankert ist. Und da muss ich sagen, liebe Kollegin Faeser, nicht das Zweidrittelquorum zur Aussetzung der Schuldenbremse, dass das einfach gesetzlich
festgeschrieben wurde und damit dann einfach gesetzlich auch geändert war. Nicht dieses einfach gesetzliche Festschreiben war das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem war die Verankerung und das Festschreiben der Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung, für das vier Fraktionen hier im Hessischen Landtag massiv getrommelt haben und wo DIE LINKE und die Gewerkschaften die einzigen waren, die dagegen gekämpft haben und ein Drittel der Bevölkerung dabei auf ihrer Seite hatten. Und im Übrigen an diejenigen auch in der SPD, die sich freuen jetzt, dass man der schwarz-grünen Regierung einen Schlag verpasst hat, dass man juristisch Recht bekommen hat. Das ist ohne Zweifel so. Der Staatsgerichtshof hat aus unserer Sicht auch Ihnen ja in vollem Umfang Recht gegeben. Wer weiß, welche Konsequenzen dieses Urteil auch für andere Regierungen in Land und Bund haben wird. Auch in Bremen guckt man schon auf dieses Urteil. Und deswegen könnte es sein, dass Ihr juristischer Erfolg vor dem Staatsgerichtshof zu einem fiskalpolitischen Pyrrhussieg für die Kreditaufnahme in Krisensituationen werden kann. Das zumindest ist unsere große Befürchtung. Die Schuldenbremse, die schränkt Haushaltsautonomie der Länder massiv ein, da wir ja gar nichts allzu viel an Einnahmen und Ausgaben bestimmen können, sondern weil auch vieles, vor allem bei den Einnahmen, vom Bund bestimmt wird. Die Kreditpolitik war unter diesen Bedingungen zumindest eine Möglichkeit, um in der Landespolitik gestaltend tätig zu werden. Die restriktive Auslegung der Schuldenbremse, die nimmt jetzt den Ländern exakt diesen Handlungsspielraum. Die Landespolitik wird damit sehr weitgehend abhängig von der Konjunktur, von den sich ergebenden Steuereinnahmen, um politisch gestalten zu können. Und das zeigt noch einmal, wie die Schuldenbremse auch ein Problem für die Demokratie sein kann und für politische demokratische Prozesse. Und dann kann ich Ihnen nicht ersparen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die öffentliche Infrastruktur in Hessen ja leidet unter mangelnden Investitionen, gerade in diesen Jahren. Das ist doch nicht mehr zu verleugnen. Wir hatten in diesem Jahr Schulen, in denen die Decke eingestürzt ist. Wir hatten eine wichtige Brücke, die über Nacht wegen Einsturzgefahr gesperrt wird. Muss. Und wenn es denn noch eines Symbols braucht für das Problem, das die Schuldenbremse uns an maroder Infrastruktur hinterlassen hat, dann müssen wir doch nur auf die Salzbachtalbrücke hier in Wiesbaden gucken. Ein in Stein gehauenes Ergebnis von Schuldenbremse und schwarzer Null. Und deswegen, verehrter Herr Kollege Rock, auch wenn Sie sich jetzt intensiv unterhalten, ich will schon noch einmal darauf hinweisen, weil Sie hier so leidenschaftlich das Loblied auf die Schuldenbremse gesungen haben. Ich habe es nie verstanden und ich werde es nicht verstehen. Wie kann man es kommenden Generationen, was soll für kommende Generationen positiv, was soll an Generationengerechtigkeit sein, wenn wir kommenden Generationen marode Schulen, kaputte Brücken und eine mangelnde Investition in die öffentliche Infrastruktur hinterlassen? Nein, lieber Kollege Rock, das ist nicht generationengerecht, und deswegen ist auch die Schuldenbremse nicht generationengerecht. Und natürlich die Investitionsquote der Kommunen in Hessen. Gucken wir die uns an. Die war in den 90er-Jahren noch bei 1%, bei 2015 dann nur noch bei 0,5%. Seitdem steigt sie wieder ein bisschen, aber selbst für 2025 plant man nur mit 0,8%. Man sieht doch die Probleme auch der strukturellen Unterfinanzierung und der mangelnden Investitionen. Und auch weil das gesagt wurde, die Schuldenbremse, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die ist doch keine reine Kopfgeburt von neoliberalen Ökonomen und Juristen gewesen, auch wenn die da eifrig mitgewerkelt haben. Und da auch das, lieber Kollege Rock, das Problem der Schuldenbremse war doch nicht das maßlose Kreditfinanzieren und das maßlose Geld ausgeben. Das Problem, das zur Schuldenbremse geführt hat, das war das maßlose Steuersenken Anfang der 2000er Jahre, politisch verantwortlich durch eine rot-grüne Bundesregierung, die den Spitzensteuersatz gesenkt hat, die Körperschaftssteuer reduziert hat. Und diese Steuergeschenke für Besserverdienende, die haben die Schuldenbremse erst befördert. Und das muss gesagt werden, wenn wir heute über das Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs reden, meine Damen und Herren. Ja? Und heute Morgen in der Anhörung zum Haushalt, da ist doch deutlich geworden, was denn eigentlich
in der Bevölkerung oder in den Konsequenzen auch diskutiert wird. Die Menschen machen sich jetzt Sorgen. Werden noch alle Maßnahmen finanziert? Werden die Kommunen noch so unterstützt, wie das einst angekündigt wurde? Und deswegen ist die schwarz-grüne Landesregierung auch in der Verantwortung, jetzt sehr schnell zu erklären, wie sie das Urteil umsetzt, aber nicht nur, indem sie einfach das Sondervermögen auflöst, sondern indem sie klarmacht, wie sie die kommenden Maßnahmen, die notwendigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und zu ihren Folgen, wie die noch immer finanziert werden können. Und gerade als Befürworter dieses Instrumentariums der Schuldenbremse, das Sie jetzt um die Ohren gehauen bekommen haben, stehen Sie in der Verantwortung. Und wir als LINKE werden genau darauf achten, dass die notwendigen Maßnahmen auch trotz des Urteils finanziert werden. Und durch die Ausführungen der Kommunalen Spitzenverbände fühle ich mich da sehr, sehr bestätigt. Also, überhaupt, die Zukunft der Schuldenbremse ist ein großes Thema. Es wird Land auf Land ab diskutiert. Sie kennen das Gutachten vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das Gutachten gemeinsam mit dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, die sagen, wir brauchen öffentliche Investitionen in einem Umfang von fast 457 Milliarden Euro. 457 Milliarden Euro. Auch OECD und IFW kritisieren seit Jahren die zu niedrigen Investitionen in Deutschland. Der IWF forderte zuletzt sogar, Deutschland soll die Schuldenbremse über 2023 hinaus aussetzen, um mehr Investitionen zu ermöglichen. Zuletzt schlossen sich das DIW und IWF Chef Füst Forderungen an, trotz der Schuldenbremse endlich deutlich mehr zu investieren. All das zeigt doch, auch wenn wir hier im Hessischen Landtag vermeintlich alleine zu stehen scheinen, mit der Kritik an der Schuldenbremse ist DIE LINKE nicht mehr allein. Der Staat muss wesentlich mehr investieren. In Zeiten von Niedrigzinsen ist das auch sinnvoll, ist das auch möglich. Das ist inzwischen Inzwischen ist das realistischer ökonomischer Mainstream. Nur hier im Hessischen Landtag, nur beim Staatsminister Boddenberg und bei allen anderen Befürwortern der Schuldenbremse ist das noch nicht so richtig angekommen. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Und der VDW, ein wichtiger Gesprächspartner der schwarz-grünen Landesregierung, der hat Ihnen doch jüngst eine Studie vorgelegt. Warmmietneutrale Modernisierung des Wohnungsbaus in Hessen. Das wird Geld kosten, um die Klimaziele zu erreichen. Eine halbe bis eine Milliarde Euro zusätzlich an Fördermitteln Jahr für Jahr fordert der VDW, nicht DIE LINKE. Auch in vielen anderen Bereichen sind die Bedarfe riesig. Die Kommunalen Spitzenverbände haben es heute noch einmal gesagt. Öffentlicher Nahverkehr, Krankenhäuser, Kitas, Schulen, überall da. Die Ganztagsbetreuung ab 2025 auf über 5 Milliarden Euro jährlich. Und egal, ob die Verkehrswende drängt, ob wir es mit Lehrermangel zu tun haben, den Ganztagsausbau, den gravierenden Mangel an Pflegekräften in einer alternden Gesellschaft, überall haben wir riesige Bedarfe. Und deswegen ist es Zeit, anzugehen, was dringend notwendig ist. Weder mit einer Schwarz-Grün noch mit einer ampelfarbenen Finanzpolitik, die wesentlich auf konjunkturbedingte höhere Steuereinnahmen hofft, sind all diese Investitionen zu bewältigen. Wir müssen die Staatsquote erhöhen. Wir müssen endlich Geld in die Hand nehmen, um all diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Und neben einer stärkeren Kreditfinanzierung, die eben durch das Urteil des Staatsgerichtshofs deutlich schwerer geworden ist, brauchen wir auch höhere Steuern auf Großvermögen und auf Höchsteinkommen. Und auch da nimmt der Druck in der Gesellschaft zu in der Diskussion. Das kommt nur leider bei viel zu wenigen von Ihnen an. Die OECD fordert eine Vermögenssteuer. DIW-Chef Fratscher und nach vielen Umfragen befürworten das auch eine Mehrheit der Menschen in der Bevölkerung. Ja, sogar bei den Wählern der FDP gibt es für die Wiedereinführung der Vermögensteuer eine Mehrheit. Deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das Urteil des Staatsgerichtshofs, das hat es deutlich gemacht. Nach Jahrzehnten neoliberaler Finanzpolitik stecken Hessen und Deutschland in einer Sackgasse. Eine Sackgasse, die uns CDU und SPD, FDP und GRÜNE leider geführt haben. Die AfD ist in diesen ganzen Fragen sowieso auf dem Holzweg. Was brauchen wir? Wir brauchen eine wirklich fiskalpolitische Wende.
um den enormen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, um diese zu bewältigen. Dazu hat die Landesregierung nicht die Kraft, nicht die Ideen. DIE LINKE wird an der Seite von Gewerkschaften, von Sozialverbänden weiter dafür kämpfen. Und das Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs bestärkt noch einmal, wie notwendig dieser politische Kampf ist. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Jetzt gibt es eine kurze Intervention. Der Kollege Erich Heidkamp von der AfD. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Schalauske, Ihr Vortrag zeigt mir, dass viel Arbeit nicht unbedingt eine große Leistung hervorbringt. Erklären Sie mir doch bitte mal, ich meine, und das ist ja einer der springenden Punkte Ihres Vortrags, erklären Sie mir doch bitte mal, wie der Zusammenbruch der Salzbachtalbrücke mit der Schuldenbremse zu erklären ist. Ich meine, ich bin nun 73 Jahre alt, also ich bin immer noch so neugierig, dass ich gerne dazulerne. Der Kollege Schalauske wird das erklären jetzt, wie das zusammenhängt. Bitte sehr. Wo ist er denn? Ja. Ja, Herr Heidkamp, wenn Sie sich die öffentliche Infrastruktur in unserem Land anschauen, dann ist es nicht DIE LINKE, sondern dann sind es diverse Wirtschaftsinstitute, ja, es ist sogar die Bertelsmann-Stiftung, die könnte Ihnen doch eigentlich ganz gut gefallen, die feststellt, dass wir einen massiven Investitionsbedarf und einen Investitionsstau in unserem Land haben. Das betrifft Schulen, das betrifft die Kommunen, das betrifft aber auch Straßen und Schienen. Und wenn dann Schulen, Brücken, Straßen und Schienen marode sind, dann ist auch das Ausdruck dafür, dass der Staat nicht in der Lage ist, diese öffentliche Infrastruktur, die im Übrigen ja auch den wirtschaftlich Tätigen in diesem Land ja eigentlich nutzen würde, weil sie die Grundlage auch für Wirtschaftstätigkeit, dass die Finanzierung dieser öffentlichen Infrastrukturen nicht in dem Maße erfolgt, wie es notwendig ist, und dass es mitunter ja sogar gefährlich werden kann, wenn diese Infrastrukturen nicht instand gehalten werden. Und so, aus einer solchen Perspektive muss man sagen, dass die Salzbachtalbrücke ein Sinnbild ist für eine Politik, die nicht genügend Geld in die Hand nimmt, um in die öffentliche Infrastruktur zu investieren. Das haben wir in der Bundesrepublik, das haben wir auch in anderen Ländern der westlichen Welt. Wir erinnern uns an die Diskussion in den USA. Da ist man allerdings bereit, gigantische Konjunkturpakete, gigantische Pakete zu schnüren, um in die öffentliche Infrastruktur zu investieren. Aber das ist ja genau, was Sie nicht wollen. Sie wollen einen Mager- und einen Hungerstaat, in dem alles zerfällt. Das wollen wir nicht. Und deswegen kämpfen wir weiter und greifen dafür auch interessante Bilder und Symboliken auf. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Jetzt hat das Wort die Frau Kollegin Ines Claus, Fraktionsvorsitzende der CDU. Ines, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ehrlich gesagt hat mich die Debatte heute etwas verwundert. Und nicht verwundert wegen des Angriffs der Opposition, der kam erwartend. Aber wenn ich mir anschaue, welche Debatten wir die letzten anderthalb Jahre hier an diesem Pult geführt haben, dann gingen die meisten Reden eigentlich los mit: Wir sind in der schlimmsten Krise unseres Landes. Wir haben die schlimmste Pandemie, die wir je erlebt haben. Wir haben Schulen zugemacht. Wir haben Wirtschaftszweige vor dem Kollaps gehabt. Wir mussten reagieren, weil Menschen drohten zu sterben. Wir hatten Kontaktbeschränkungen. Wir mussten reagieren, weil wir in einer ganz schlimmen Krise waren. Und ich sage Ihnen, bei mir ist die Gänsehaut noch da. Ich habe das nicht vergessen.
Aber wenn heute SPD und FDP fragen, was eigentlich anders war im vergangenen Jahr, warum man zu diesen Antworten gegriffen hat, dann fehlt mir wirklich jegliches Verständnis, auch für die Art dieser Diskussion her. Meine Damen und Herren, von der Politik wurden Antworten verlangt, und es wurde Hilfe verlangt, und das schnell. Wir wollten helfen, und wir wollten schnell helfen, denn es ging um die Finanzierung unseres Krankenhaussystems. Es ging um die Pflegerinnen und Pfleger. Es ging um unsere Kinder in den Kindertagesstätten. Es ging um die Schulen. Es ging um die Tests. Es ging um den Betrieb von unseren Impfzentren. Das waren Antworten, die im letzten Jahr gegeben werden mussten. Und das kann in diesem Haus doch nun wirklich keiner bestreiten. Und wir haben uns bewusst für das Instrument des Sondervermögens entschieden. Das Sondervermögen erlaubt uns, für die vorgesehenen Maßnahmen eine kurzfristige und zugleich überjährige Mittelverwendung, eine gebündelte Darstellung der konkreten Maßnahmen sowie die notwendige Transparenz der Mittelverwendung. Wenn wir die Konjunktur stärken wollen, braucht die Wirtschaft jetzt Planungssicherheit und Verlässlichkeit auch über das Haushaltsjahr hinaus. Und wenn Sie, Frau Kollegin Faeser, jetzt schon wieder Nein rufen und Quatsch und Mist, dann sage ich Ihnen, das ist von Doris Ahnen, der Finanzministerin aus Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Finanzministerkonferenz. Doris Ahnen hat sich so deutlich für dieses Sondervermögen ausgesprochen. Und wenn Sie sagen, es ist doch ein Unterschied, und sehen Sie es doch endlich, dann sage ich, ja, es ist ein Unterschied. Denn wir in Hessen, wir haben jetzt angefangen zu tilgen, und die Rheinland-Pfälzer machen es erst in 2024. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber gleichzeitig muss man doch erkennen, dass das Instrument nicht abwegig war. Und weil es wichtig ist, und weil es äußerst wichtig ist, sage ich Ihnen, natürlich akzeptieren wir in aller Demut das Urteil des Staatsgerichtshofs. In aller Demut akzeptieren wir das Urteil des Staatsgerichtshofs. Der Staatsgerichtshof hat erklärt, dass die Maßnahmen nicht vereinbar sind mit unserer Verfassung. Natürlich akzeptieren wir das. Und wir werden auch die Verantwortung dafür tragen. Was haben wir denn auch beim Handeln gemacht? Handeln bedeutet Verantwortung. Und jetzt haben wir Leitlinien für die Zukunft. Die werden wir umsetzen. Und auch das ist wieder unsere Verantwortung. Und die werden wir sehr, sehr ernst nehmen. Aber Sie haben etwas zu früh unterbrochen, denn was der Staatsgerichtshof gesagt hat, und deswegen ist es ja so wichtig, auch Urteile durchzulesen, da steht, die Hilfen sind unvereinbar, aber sie sind nicht nichtig. Und das ist die wesentliche Botschaft für die Menschen draußen. Die Hilfen sind weiterhin möglich, sodass wir den Menschen helfen können, und darauf kommt es in dieser Krise an. Natürlich geht es auch ohne Sondervermögen. Das haben wir jetzt gerade bestätigt bekommen. Ich habe doch gerade gesagt, wir akzeptieren das Urteil. Ich freue mich ja auch, wenn Sie sich freuen. Aber jetzt lassen Sie uns doch den Menschen helfen. Darum geht es doch. Also, wir akzeptieren das Urteil. Wir haben jetzt Leitlinien. Und diese Leitlinien gab es auch vor anderthalb Jahren nicht. Jetzt steht relativ dezidiert drin, an denen wir uns abarbeiten können. Und das werden wir tun. Und das ist auch Verantwortung bei all dem, was ich heute hier gehört habe, möchte ich doch erst einmal zur Sachlichkeit wieder zurück. Denn
Ja. Denn, liebe Frau Kollegin Faeser, Sie haben heute wirklich mal wieder das größte sprachliche Pferd aus dem Stall geholt, was Sie finden konnten, und haben wieder gewettert und Verfassungsbruch und Rücktritt und was Sie nicht alles gefordert haben, und haben auf der anderen Seite, das ist ja auch Ihre Arbeit, dass Sie das so tun müssen. Deswegen ist ja in Ordnung. Ich will das nur mal ins Verhältnis setzen. Zu einem anderen Punkt im Urteil haben Sie heute gesagt, na, das ist ein Strohhalm. Das ist ein Strohhalm der regierungstragenden Fraktion. Diesen Strohhalm übrigens, also den Artikel 141, den haben Sie in den Debatten vor anderthalb Jahren auch mit einem großen sprachlichen Pferd begleitet. Da war es die Entmachtung des Parlaments. Da war es der größte Wortbruch überhaupt. Alles in Zitaten hier. Also vom Strohhalm hier wieder zur Entmachtung und hier vom Verfassungsbruch zum Strohhalm. Das ist ein bisschen viel, und das wollte ich einfach an der Stelle auch mal feststellen. Und wenn man sich noch einmal relativ genau das Urteil anschaut, und das habe ich sehr gerne auch in den Teilen getan, die hier einfach immer überlesen oder als Strohhalm bezeichnet werden, und das ist für Juristen auch nicht ganz uninteressant, dass der Teil der Begründetheit im Staatsgerichtshofsurteil nämlich beginnt mit der Abschaffung der Zweidrittelmehrheit, weil es ansonsten ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip gewesen wäre, weil wir sonst nicht hätten handeln können, weil sonst die Hilfen nicht möglich gewesen wären, weil die Kränzchen, die wir vorher hatten, einfach nicht zielführend waren. Und das gehört auch dazu, dass das Teil des Urteils ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das an dieser Stelle noch einmal feststellen. Und deswegen nehmen wir das Urteil mit aller Demut an. Aber eins sage ich Ihnen auch, wir schämen uns nicht, dass wir den Menschen geholfen haben. Demut ja, Scham nein. Und was bedeutet das jetzt? Es bedeutet, dass wir erst einmal die Rechtssicherheit haben. Und aus dieser Rechtssicherheit folgt auch weiter unsere Handlungsfähigkeit. Und diese Handlungsfähigkeit werden wir in den nächsten Sitzungen weiter unter Beweis stellen. Wir haben im Antrag es geschrieben, Sie hatten uns angeschrieben, wir haben auch geantwortet, wir werden die Haushaltsberatung jeweils um eine Runde schieben. Das bedeutet vom November in den Dezember und vom Dezember in den Februar, damit wir die Möglichkeit haben, das umfassende Urteil und anhand seiner Leitlinien zu schauen, wie wir die Maßnahmen umsetzen. Und das werden wir in diesem Haus und in den Ausschüssen in aller gebotenen Ruhe und Sorgfalt tun. Und das bedeutet dieses Urteil auch. Und dass die Maßnahmen nicht alle schlecht waren oder im Zweifel ganz wenige davon, das bestätigt auch, dass alle 296 waren es, glaube ich, die es bislang gab, zum Großteil auch von Ihnen mitgetragen wurde. Also deswegen stimmt mich das auch zuversichtlich, dass wir in der kommenden Zeit da auch beieinander bleiben werden. Und Sie haben vorhin Tore gezählt. Ich finde, das ist auch der Debatte nicht angemessen. Aber ich habe doch gesagt, ich finde es nicht angemessen. Ich versuche nur, das Urteil zu würdigen. Ich finde es nicht ganz angemessen, aber wenn Sie schon Tore zählen, dann sollten Sie das Tor auch mitzählen, dass der Staatsgerichtshof festgestellt hat, dass die 30-jährige Tilgungsfrist auch in Ordnung ist. Das hat er auch entschieden, und das haben Sie in einem anderen Zusammenhang eben verschwiegen und verneint. Und meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal an dieser Stelle auch in Richtung Bürgerinnen und Bürger sagen, wir haben in Hessen im letzten Jahr viel geleistet. Wir haben versucht zu unterstützen bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Unternehmen, bei den Vereinen, in den Krankenhäusern und, und. Deswegen nehmen wir auch an dieser Stelle demütig, aber auch tatkräftig wieder Fahrt auf, dass wir diesen Pfad weitergehen können. Weil die wichtige Botschaft ist, die Hilfen sind sicher, und sie werden weiter sicher bleiben.
für denn das Gericht hat nicht die politische Richtung abgelehnt, sondern nur das Instrument. Und das kann man auch anders formulieren. Das hat Herr Rauber getan. Herr Rauber ist Mitglied der SPD und Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Der hat gesagt, der Staatsgerichtshof hat in seinem Urteil lediglich die rechtliche Umsetzung des Sondervermögens kritisiert. So hätte ich es noch nicht einmal formuliert, aber in der Sache hat er absolut recht. Und insoweit bleibt es dabei. Wir müssen uns nicht schämen, dass wir den Hessinnen und Hessen geholfen haben. Und ich verstehe es ja auch, dass die Opposition hier an diesem Pult sich so verhält. Aber ich will Ihnen auch eins sagen. Wir stecken den Kopf jetzt nicht in den Sand, weil die Pandemie ist noch nicht vorbei und wir brauchen Antworten. Wir brauchen Antworten und wir haben jetzt Leitlinien, die wir vor anderthalb Jahren noch nicht hatten. Und wir haben einen Regierungsauftrag. Und diesen Regierungsauftrag, den werden wir weder und weiter handlungsfähig und durchsetzungsstark weiter voranbringen, hier in diesem Haus, in allen weiteren Debatten. Und ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, die gesagt haben, die Hessinnen und Hessen, die können sich auf uns verlassen, und das können sie weiterhin. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, liebe Kollegin Naus. Und jetzt hat das Wort der Kollege Rolf Kahnt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Frage des Vertrauens, der Solidarität und des Zusammenhalts, wie wir die größte wirtschaftliche und soziale Krise des Landes Hessen seit dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam bewältigen wollen. Zehrende Corona-Monate liegen hinter uns und noch vor uns. Überall gibt es Einbußen und Verluste. Eigenkapitalreserven von Unternehmen sind aufgebraucht, Existenzen sind vernichtet, vielfach herrscht Kurzarbeit und die öffentliche Hand verzeichnet ein hohes Minus an Steuereinnahmen. Frühzeitig, 4 Monate nach Pandemieausbruch, hat die Landesregierung dem entgegengesteuert und für den Erhalt der Wirtschaftskraft und die Förderung der Konjunktur gehandelt, mit einer Kreditermächtigung über 4 Haushaltsjahre, dem Sondervermögen von bis zu 12 Milliarden Euro, sind inzwischen mit 5,9 Milliarden Euro hunderte Unterstützungsangebote auf den Weg gebracht, um existenzielle Nöte schnell, umfangreich und nachhaltig zu lindern. Die Landesregierung ist ihrer besonderen Verantwortung gerecht geworden. Auch der Hessische Staatsgerichtshof erkennt mit seiner Entscheidung an, dass in dieser Notlage besondere Kreditaufnahmen der Landesregierung notwendig waren. Vom Verbot der Neuverschuldung abzuweichen, war zulässig, ebenso die Abschaffung der Zweidrittelmehrheit zur Aussetzung der Schuldenbremse. Obwohl Sondervermögen nicht unzulässig und nicht nichtig sind, wird der gewählte Weg zur Kreditbeschaffung allerdings gerügt. Es hätte andere verfassungskonforme Wege der Kreditfinanzierung über Nachtragshaushalte gegeben. Im Ergebnis erklärt der Staatsgerichtshof das Sondervermögen mit der Hessischen Verfassung für nicht vereinbar, sodass der Landesregierung trotz bester Absichten die Auflage gemacht wird, Corona-Hilfen auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen. Und das wird sie tun, meine Damen und Herren. Abschließend, weil hier so oft von Händereichen gesprochen wird, geben wir der Landesregierung gemeinsam die Chance, die Auflagen des Staatsgerichtshofs bis zum 31. März 2020 umzusetzen, unter Beachtung begründeter Corona-Zweckbestimmungen. Neben Beteiligungsrechten des Parlaments sind genauso wichtig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Zuversicht aller.
das lässt erwarten, die größte Krise seit Bestehen des Landes Hessens erfolgreich zu bewältigen, sodass der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht gefährdet wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kahn. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte. Es wird vorgeschlagen, die drei vorliegenden Anträge, Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Drucksache 20-6631, der Dringliche Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP, Drucksache 20-6636 und den Dringlichen Antrag Fraktion der AfD, Drucksache 20-6638 dem Haushaltsausschuss zur weiteren Beratung zu überweisen. Das machen wir so. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Plenarsitzung. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den heutigen Abend. Darüber hinaus Glück auf und Gottes Segen. Die Sitzung ist geschlossen.